Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem etwas anderem. Es wird kein Let's Play, es wird eher ein, wie soll ich sagen, ein Let's Relax. Ich werde auch gar nicht so viel reden. Es geht um das Spiel Proteus. Ein Spiel ohne Ziel, ohne Achievements, ohne Waffen. Ohne alles. Ein kurzer Blick in die Optionen. Die Grafiken, das sieht alles gut aus. Okay. Dann gehen wir doch mal auf unsere ganz persönliche, eigene Ruheinsel, auf der wir uns entspannen können. Sie wird extra für uns erschaffen. Es ist unsere ganz eigene Insel. Wir öffnen die Augen. Und sehen türkisfarbenes Meer vor uns und blauen Himmel über uns. Es sind leichte Wellen. Überall nur Meer. Aber da hinten, in der Ferne, sieht es nach einer Insel aus. Schwimmen wir mal. Zu dieser Insel. Ich kann Bäume erkennen. Und Blumen. Ist diese Insel bewohnt? Ist sie unbewohnt? Gibt es eine Zivilisation? Die Blätter fallen von den Bäumen ab. Wir sind an Land. Grüne Bäume, weiße Bäume, blaue Blumen auf dem Boden. Und wir stellen uns zu den weißen Bäumen, die gerade ihre Blätter verlieren, und lassen uns ein bisschen berieseln. Dann spannen uns dabei. Atmen ganz ruhig ein und aus. Gehen wir mal auf diesen Berg. Dort gibt's andere Bäume mit grünen Blättern. Verlieren auch noch keine Blätter. Was sind das für Sachen auf dem Boden? Was könnte das sein? Rosa Maulwurfshügel? Oder Blumen? Oder sind es die Früchte, die von den Bäumen gefallen sind? Es liegt ganz allein bei euch, in eurer Fantasie, was es ist. Was ihr daraus macht. Oh, hier geht es ganz schön tief hinunter, da möchte ich nicht runterfallen. Und denkt dran, hier kann nichts passieren. Es kann überhaupt gar nichts passieren. Die schneiden Bäume. Und hier gibt es sogar Bäume, die rosa Blätter fallen lassen. Und gleich eine ganz andere Musik ertönen lassen. Hier gelbe Blumen, vielleicht Butterblumen, vielleicht aber auch ein Löwenzahn. Es liegt bei euch. Was macht ihr daraus? Was ist es für euch? Ist es
Ein Löwenzahn? Ist es eine Butterblume? Ist es eine Pflanze, die es vielleicht gar nicht gibt, die ihr euch gerade in eurer Fantasie ausgedacht habt? Auch das ist gar kein Problem. Was ist da hinten im hohen Gras? Ist es ein Frosch? Ist es ein Vogel? Das sieht aus wie ein... Was könnte es sein? Ein Kobold? Ein Kobold? Ein Zwerg? Ein Gnom? Aber wir wollen ihm nichts tun. Wir möchten ihn nur beobachten. Wir möchten nur gucken, was er tut. Der hüpft fröhlich vor uns hinweg. Es ist ein kleines Spiel. Er hat keine Angst vor uns. Er hüpft vor uns weg. Es ist ein kleines Fangenspiel, was wir spielen. Aber wir möchten ihn nicht zu weit verfolgen. Sondern lieber den Sonnenuntergang betrachten. Dort am Horizont. Fast wolkenlos, nur da sind kleine Schleier, eine einzelne Schleierwolke zu sehen. Und hier geht die Sonne unter. Was hat der Tag bisher gebracht? War es ein guter Tag? War es ein schlechter Tag? Oder war es ein Tag, der in der Mitte der Skala weder Ausschläge nach unten noch nach oben zeigte? Die ersten Sterne gehen auf. Wie viele Sterne kannst du sehen? Wenn du dich einfach hinlegst und in den Himmel schaust. Die Grillen zirpen. Du siehst vielleicht die Milchstraße. Du siehst vielleicht auch einige Sternbilder. Wenn du Glück hast, vielleicht sogar eine Sternschnuppe. Und je dunkler es wird, desto mehr Sterne kannst du entdecken am Himmelszelt. Und der Mond ist auch aufgegangen. Wie ein großer Bruder wacht er über uns, dass uns nichts geschieht. Was sehen wir da für weiße Punkte flackern? Sind das Sternschnuppen oder sind es Glühwürmchen? Sind es vielleicht Meteoriten? Es liegt alles bei euch. Es ist in eurer Fantasie. Was seht ihr? Ein blauer Baum, der seine Blätter verliert. Dort vorne ist noch ein Kobold, ein Zwerg, und wir spüren leichte Regentropfen auf der Nase. Plötzlich beginnt es ein bisschen zu regnen. Wir sehen die große Wolke, die den Bäumen, den Pflanzen, den Tieren und dem Gras Feuchtigkeit bringt. Und auch wir stellen uns drunter, unter die Wolke, mitten in den Regen und hören den Tropfen zu, wie sie fallen. Wir schließen unsere Augen und halten unser Gesicht mitten in den Regen. Spüren die Regentropfen unser Gesicht hinunterlaufen. Über unsere Stirn, unsere Nase, unsere Wangen und ein bisschen läuft uns vielleicht auch in den Mund. Und wir schmecken sauberes, klares Wasser. Völlig natürlich. Schauen wir, was dieser Kobold, ob er auch vor uns anhaut. Ja, das tut er.
Er läuft weg. Auch ihn möchten wir nicht zu lange stören, vor allen Dingen jetzt in der Nacht. Wir gehen dafür lieber etwas an den Strand. Schauen in den Himmel. Wir können immer noch Sterne erkennen. Es ist nicht ganz zugezogen. Es ist zwar eine große Regenwolke, die über uns schwebt, aber hinten am Horizont können wir noch Sterne entdecken. Zahlreiche Sterne können wir entdecken. Und in der englischen Sprache wünscht man sich auch häufig etwas, wenn man einen Stern sieht. When you wish upon a star. Vielleicht macht ihr auch einen Wunsch, wenn ihr einen Stern seht. Sucht euch einen aus und wünscht euch etwas. Und vielleicht geht genau dieser Wunsch in Erfüllung. Was ist hier oben? Blumen auf dem Berggipfel. Wir sind so hoch auf dem Berg, unser Kopf steckt in den Wolken. Gibt es auch eine Redewendung im Englischen? My head is in the clouds. Wenn man gar nicht mehr wirklich da ist. Wenn man nur körperlich anwesend ist. Aber mit dem Kopf und mit den Gedanken ganz woanders. Vielleicht bei seinem Liebsten, bei seiner Liebsten, bei seiner Familie, bei seinen Kindern, bei seinen Eltern, bei seinen Geschwistern. Oder einfach nur auf einer einsamen Insel. Wo man völlig in Sicherheit ist, wo nichts passieren kann. Was ist hier? Weitere Blumen und herabgefallene Blätter der Bäume. Selbst in der Nacht können wir unbeschwert hier herumstreifen. Uns wird nichts passieren. Und mit diesem Wissen können wir ganz unbeschwert in jeden Winkel dieser wunderschönen Insel gucken. Wir können auf den Bergen sogar über die Wolken hinaus. Wir stapfen durch den Schnee und können auf die Wolken hinuntersehen. Und der Schnee ist nicht kalt an den Füßen, denn wir tragen Winterschuhe. Sehr bequeme Winterschuhe. Und es scheint, dass der Morgen langsam dämmert. Dort geht der Mond unter. Und wo ist der Sonnenaufgang? Wir befinden uns auf einem sehr hohen Platz. Wir können in jede Richtung gucken. Um den Sonnenaufgang gleich zu verfolgen. Was passiert dort? Was sind das für Glitzer? Punkte, was ist das? Es liegt bei euch, es liegt in deiner Fantasie. Was ist das? Ist es Feenstaub? Sind es kleine Elfen? Ist es vielleicht einfach nur Staub, der reflektiert und deshalb im Sonnenlicht glitzert. Es liegt einzig und allein bei dir. Wir schauen uns weiter um auf der Insel. Was ist das? Vielleicht jemand aufgebaut oder sind es einfach nur Steine, große Steine, die oben auf dem Hügel,
auf dem Berg. Es ist ja kein Hügel, es ist ein richtiger Berg. Gehen wir runter zu den Bäumen. Hier sehen wir, hier regnet es noch. Und die Regenwolke kommt genau auf uns zu. Wir stehen auf der Höhe der Regenwolke. Wir können uns in die Regenwolke hineinfallen lassen. Weich wie Watte. Und ein bisschen feucht, weil es regnet. Aber nicht unangenehm feucht. Wie beim warmen Sommerregen, bei dem man sich nach dem Regenschauer ins nasse Gras setzt. Noch ein Kobold. Er macht Musik, wenn wir ihn verfolgen. Ui. Und er kann ganz schön hoch springen. Ist das nicht schön? Wäre es nicht schön, wenn wir auch so Töne von uns geben würden beim Laufen? Jeder ein Ton, der gerade seinem Gemütszustand entspricht. Was haben wir hier? Oh. Haben sie sich vor uns versteckt? Dabei wollten wir ihnen gar nichts tun. Machen Musik. Wir bleiben ein Stück im Abseits, damit sie nicht verschwinden und hören ein wenig zu. Jedes hat seinen eigenen Klang. Jedes ist einzigartig, so wie jeder Mensch einzigartig ist. Eine riesige Blumenwiese voller gelber Blumen, Butterblumen oder Löwenzähne. Ganz wie du es möchtest. Die Bäume können so viel Blätter abgeben, denn sie haben noch so viel in ihrer Baumkrone. Sie haben die Möglichkeit, Dinge abzugeben, ohne selbst einen Mangel von etwas zu haben. Diesen Luxus haben nur wenige Menschen. Und es gibt Menschen, die könnten das tun, aber tun es nicht. Aus ganz verschiedenen Gründen. Da möchte ich gar nicht näher darauf eingehen. Aber wenn man etwas geben kann, ohne dann selbst einen Mangel zu erleiden, dann sollte man das tun. Denkt einmal drüber nach. Ein sehr großer Baum. Wie viele Jahre er schon auf dem Buckel haben will, wird. Was er schon alles gesehen haben muss in seinen vielen Jahrzehnten, die er hier steht. Viele Sonnentage, aber auch viele, viele Regentage. Auch viele Tage mit Stürmen und Gewitter.
und Sommer wie Winter und Herbst und Frühling jedes Jahr immer wieder. Auf und nieder, hoch und tief. Die einzige Konstante ist die Veränderung. Auch für den Baum. Was haben wir hier? Ist es ein Turm? Eine Ruine? Auch sie spielt uns ihr Lied, diese Ruine. Was sie einst war. Und was jetzt von ihr übrig geblieben ist. Einst vielleicht ein stolzer Turm. Ein Wachturm, ein Aussichtsturm. Jetzt nur noch eine Ruine. Ein Mahnmal an vergangene Zeiten. Was ist dort hinten? Vielleicht schaffen wir es mal, das ist zu diesem Glitzersternenregen. Wir eilen auf ihn zu und hoffen dabei, dass wir ihn überhaupt erreichen können. Dass es nicht eine Art optische Täuschung ist, oder? Aber wir kommen näher. Die Sterne tanzen auf der Wiese. Vorbeigehen, im Uhrzeigersinn, dann spielen diese Steine Musik. Wenn wir aber innen gegen den Uhrzeigersinn gehen, sind sie stumm. Auch außen bleiben sie stumm. Im Uhrzeigersinn sprechen sie an. Und es ist windig und stürmisch. Seht euch an, wie die Blätter oben an den Bäumen im Wind tanzen, die Baumkronen. Wir wandern weiter umher. Es gibt keine richtige Richtung und keine falsche Richtung. Und auch diesen steilen Berg nehmen wir mit etwas Anstrengung. Mit ein bisschen Anstrengung schaffen wir es bis auf die Spitze. Und können nun den großartigen Ausblick von der Spitze des Berges genießen. Gehen
ins Tal und sehen noch mehr von diesen Geräuschsteinen. Sie enden im Meer. Das werden sie uns spielen, wenn wir ihren Weg nachlaufen. Erkennen wir die Ruine, die wir am letzten Tag gesehen haben. Und weiße Lichtblitze vor unseren Augen. Sind es Glühwürmchen? Sind es Fabelwesen? Es ist ein Weg, auf dem wir hier gehen. Wo führt dieser Weg hin? Wir wissen, dass uns nichts passieren kann, also gehen wir einfach diesen Weg entlang. Die schönen Geräusche, wo kommen sie her? Ich weiß es nicht. Diese Steine setzen die ganze Welt in Bewegung. Ist dort ein Vogel? Ein Vogel auf diesem Baum, ein majestätischer, weißer Vogel. Was ist es? Es ist ein Adler, ein Falke. Es liegt an euch, was ihr und eure Fantasie daraus macht. Oder ist es eine Schneeeule, die die Nacht durchstreift? Wo ist sie? Sie hat sich versteckt. Da ist sie, ich habe sie gesehen. Dort sitzt sie. Es scheint eine Eule zu sein. Hallo, Eule. Majestätisch fliegt sie von Baum zu Baum. Sind es die Rufe der Eule, die wir vernehmen? Es ist die zweite Nacht. Es kommt wieder eine Regenwolke auf. Aber wir streifen weiterhin. Ohne müde zu sein, völlig sicher und entspannt über die Insel. Was wird uns noch erwarten? Hühner, die ganz aufgeregt umher wandern und sich unterstellen unter einem Baum, Schutz vor dem Regen suchen. Eine ganze Hühner,
Scha. Ein weiterer Berg, den es zu besteigen gilt. Ein weiteres Hindernis auf unserem Weg. Aber wir werden es hinter uns bringen. Wir werden es schaffen. Und die Belohnung ist, über den Wolken zu stehen. Und eine freie Sicht auf die Sterne zu haben. Und eine freie Sicht auf den Mond. Unseren guten Freund, den Mond. Die Wolke zieht weiter übers Land. Bei genauerem Überlegen sind wir vielleicht etwas im Kreis gelaufen, aber das macht nichts. Wir sehen das, was wir von der Insel sehen sollen. Die Insel gibt und die Insel nimmt. Auch die Kobolde leben auf dieser Insel. Und keine Angst, es ist ihm nichts passiert. Bei diesem waghalsigen Sprung. Die Kobolde sind es gewohnt, solche Sprünge zu machen, sonst würden sie es nicht tun. Es gibt zwei Ruinen. Welches Lied wird uns die andere Ruine singen? Ein ähnliches, das gleiche, ein anderes? Auch sie war vielleicht einst ein großer Turm, oder vielleicht sind es Überreste einer Mauer, einer von Menschenhand gezogenen Grenze mitten in der Welt. Aber die Welt, die Natur, hat sich alles zurückgeholt. So wie hier verschiedene Bäume mit verschiedenen Blättern, mit verschiedenen Stämmen, mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Dicken nebeneinander koexistieren, können wir das dann nicht auch? Was ist dort? Sieht aus wie ein Mann mit einem Cowboyhut. Sind wir hier gelandet? Waren das die früheren Bewohner dieser Insel? Haben sie uns etwas zu sagen? Scheinbar nicht. Stumme Zeugen einer anderen Zeit. Er
Wir folgen unserem kleinen Koboldfreund. Wir wollen sehen, wo er uns hinzuführen hat. Welche geheimen Ecken der Insel kennt er, die wir noch nicht kennen? Zumindest kennt er einige Hühnerherden. Wohin führst du uns, Kobold? Was ist das? Sieht ein bisschen aus wie ein Friedhof, aber wir wollten dem Kobold folgen. Und weg sind die Trompetentiere. Gleich sind wir am Strand. Oh. Da sprang der Kobold ins Wasser. Aber es wird ihm nichts geschehen sein. Denn auf dieser Insel kann gar nichts Schlimmes passieren. Ein Haus. Wer lebt hier? Oder wer hat hier gelebt? Wollte ich ihn gerade noch ein bisschen zuhören. Dann haben sie sich schon verkrochen. Das sieht aus wie ein Bauernhaus. Hat ein Bauer hier gelebt? Was macht diese Geräusche? Ist das noch ein Kobold? Es ist ein Kobold, aber dieser Kobold macht nicht diese Geräusche. Wer ist es, der diese Geräusche macht? Ist das der Regen? Vielleicht ist es der Regen. Suchen wir Schutz vor dem Regen unter einem Baum. Und schauen zu, wie die Regentropfen auf die Erde fallen. Und wie sich die Sonne langsam hinter den Wolken wieder zeigt. Und langsam untergeht. Sich auch langsam zur Ruhe begibt, ihr Tagewerk vollbracht hat und nun ihre wohlverdiente Entspannung, ihre wohlverdiente Ruhe bekommt. Auch dir steht nach einem Tag Arbeit, Schule, Familie, steht dir Ruhe zu. Und Entspannung. Sie steht
steht dir zu, aber du musst sie dir auch nehmen. Du musst auf die Zeichen deines Körpers hören. Du musst auf ihn hören, wenn er sagt, ich brauche Ruhe. Ich brauche Schlaf. Ich brauche Entspannung. All das sind Signale unseres Körpers. Zwei Hühnerherden auf einen Haufen. Wer hätte das gedacht? Die Hühner schlafen. Wollen wir sie nicht wecken? Von diesem Windstoß werden sie nicht geweckt. Auch von diesem Windstoß nicht. Was sind hier für Steine? Sieht aus wie Grabsteine. Vielleicht sind es auch natürlich gewachsene Steine. Dort hinten sammeln sich wieder die Glitzerfunken, die Elfen, was auch immer. Sie sammeln sich bei den Steinen, die im Kreis stehen. Vielleicht eine frühe Art des Stonehenge. Wer weiß. Zwei Kobolde. Das ist wieder das Bauernhaus. Und ein kleiner See. Kurz hinter dem Meer, abgetrennt durch eine kleine Landzunge. Setzen wir uns an den Strand. Betrachten wir das Meer bei Nacht und den Sternenhimmel. Und rufen uns einmal ins Gedächtnis, wie klein wir eigentlich sind. All diese Punkte am Himmel. Millionen, Milliarden und noch mehr Kilometer entfernt. Vieles von dem Licht, was wir als diese Sterne wahrnehmen, ist vor Milliarden Jahren ausgesandt worden und trifft nun auf unsere Augen. Wir wissen nicht, ob die ursprüngliche Lichtquelle, der Stern, der Planet, die Sonne überhaupt noch existieren.
oder ob das Licht, was wir sehen, die letzten Nachrichten dieses Sterns, dieses Planeten, dieser Sonne an den Weltraum waren, ans Weltall waren. Und wer weiß, ob nicht ein Planet von den vielen, die an uns vorbeiziehen, von den vielen, die wir sehen und von den noch viel mehr, die wir gar nicht sehen, ob da nicht auch gerade jemand sitzt und denkt dasselbe wie wir. Vielleicht denkt er auch darüber nach, wie klein er in dem Verhältnis zum Universum ist. Und wie groß und wichtig er doch häufig die Probleme von sich und seinen Mitmenschen nimmt. Wie häufig all das nicht in Relation steht. Wie häufig ist es verschwendete Energie, wenn ein Gegenstand kaputt geht. Wenn ein Kind zum Beispiel einen Gegenstand kaputt macht, mit oder ohne Absicht. Wie oft ist dann Energie verschwendet, indem man sich zu sehr darüber aufregt, wo man doch glücklich sein kann, dass man ein Kind hat, dass dieses Kind die Möglichkeit hat, Dinge überhaupt zu zerstören, dass dieses Kind auf dieser Welt ist. Ein neuer Sonnenaufgang, ein neuer Tag. Der erste Tag vom Rest eures Lebens, wie man so schön sagt. Und jeder Tag birgt auch eine neue Chance, Dinge anders zu machen, Dinge anders zu beurteilen, Dinge anders zu sehen, Dinge erneut zu versuchen oder mit Dingen abzuschließen. All diese Möglichkeiten liegen in einem neuen Tag. Einen neuen Sonnenaufgang. Und so langsam neigt sich dieses kleine
Let's Relax dem Ende zu. Wir machen uns auf den Weg zum Meer auf der anderen Seite. Schauen noch einmal bei den glitzernden, funkelnden Funken vorbei. Alles schwingt, selbst die kleinsten Dinge. Was haben wir hier? Ein Eichhörnchen, das sich direkt in den Baum verzogen hat. Denn dort fühlt es sich sicher, so wie wir uns auf dem Boden sicher fühlen oder vielleicht im Bett. So fühlt sich das Eichhörnchen sicher im Baum. Hui! Du für ein wunderschönes Tier. Hui. Und genauso wie wir auf diese Insel gekommen sind, so gehen wir wieder auf das Meer. Ziehen uns zurück von allem, von jeglicher Melodie, von allen Lebewesen. Wir werfen einen letzten Blick auf unsere Insel. Sehen Sie erstmals im Ganzen und sehen, wie groß sie ist. Viel es zu entdecken gab, wie viel wir entdeckt haben, aber wie unglaublich viel wir nicht entdeckt haben. Genau wie die Welt, in der wir leben. Diese unfassbar große Welt, die wir nie mit unseren Gedanken fassen können.
langsam wird sie immer kleiner und kleiner. Wir entfernen uns immer weiter von hier, aber ein Teil von uns wird immer auf der Insel bleiben. Wir wissen, wir können jederzeit zurück, wenn wir wieder einen sicheren Ort haben wollen, an dem wir uns entspannen können. Wo uns nichts geschehen kann. Ein Ort voller Überraschungen, voller neuer, schöner Dinge. Es gibt viele solcher Orte. Unsere Fantasie kann unendlich viele dieser Orte erschaffen. Und während unsere Insel aus unserem Sichtfeld schwindet, auch der letzte hohe Berg nicht mehr zu erkennen ist, werfen wir einen Blick auf den Mond. Wir bedanken uns bei ihm und ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugesehen habt bei diesem Let's Relax. Entspannt euch noch weiter und tschüss. Wir schauen auf den Mond und schließen langsam unsere Augen.